In diesem Video wollen wir uns mit Standardstromlastprofilen beschäftigen, um die Kraftwerke zu planen und den Betrieb der Kraftwerke zu steuern und zu regeln. Ist es notwendig, dass bekannt ist, wie der Strombedarf sich innerhalb der nächsten Minuten und Stunden verändern wird. Hierzu werden typischerweise Standardlastprofile genutzt, die im Laufe der jahrzehntelangen Stromnutzung entwickelt worden sind, um aus diesen Standardprofilen den Strombedarf vorherzusagen. Die Daten werden bereitgestellt vom Bund der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Hier dargestellt die Situation für Haushalte, bezeichnet mit H0. Zu erkennen sind 9 verschiedene Mustertage. Unterschieden werden die 3 Jahreszeiten Winter, Übergang und Sommer. Auf der rechten Seite dargestellt die Definition dieser 3 Jahreszeiten, dass der Winter bis Mitte März läuft. Dann haben wir die Übergangszeit, das heißt den Frühling, dann den Sommer von Mitte Mai bis Mitte September. Dann folgt die Übergangsphase mit dem Herbst bis Ende Oktober und dann November, Dezember wird wieder als Winter bezeichnet. Darüber hinaus unterscheidet man 3 Mustertage, den Werktag, also typischerweise Montag bis Freitag, den Samstag mit einem etwas anderen oder unterschiedlichen Profil und dann den Sonntag bzw. auch den Feiertag mit einem weiteren Profil, sodass sich daraus 9 verschiedene Mustertage ergeben mit Viertelstunden Stromverbrauchswerten, die normiert sind. Und aus diesen 9 Mustertagen kann man nun ein Musterjahr oder ein Musterzeitraum definieren, in dem diese Musterprofile jeweils hintereinander gelegt werden, um daraus dann ein Jahresprofil zu entwickeln. Die unterschiedlichen Standardlastprofile nach dem BDEW sind in dieser Tabelle dargestellt. Wir haben gerade eben schon die Haushalte, abgekürzt mit dem Profiltyp H0, gesehen. Darüber hinaus gibt es 8 verschiedene Profile für den Gewerbebereich. G0 ist ein Durchschnittsprofil aller Gewerbebetriebe, die in Deutschland auftreten. Das heißt, G0 ist das Gewerbe allgemein. Und dann gibt es noch weitere Untertypen. G1, das ist das Gewerbe, was typischerweise von 8 bis 18 Uhr an Werktagen Betrieb hat, also typischerweise Bürogebäude. G2 ist ein Gewerbe mit starken oder höheren Verbrauchswerten in den Abendstunden. G3, das sind Gewerbearten, die durchlaufend sind. Das heißt, dass es dort weniger Variabilität mit dem Tag gibt, sondern konstante Werte, unabhängig vom Tag und auch von der Art des Tages, also dass auch am Wochenende der Strombedarf relativ hoch ist. G4 sind typische Geschäfte, Laden, Friseur. G5, eine Bäckerei mit Backstube, die hohen Strombedarf natürlich in den Nacht- und Morgenstunden hat, zur Produktion der Brote. G6 sind Betriebe mit einem hauptsächlichen Wochenendbetrieb und G7 werden mittlerweile auch unterschieden mit Mobilfunksendestationen. Darüber hinaus gibt es noch 3 weitere Profiltypen im Bereich der Landwirtschaft, also mittlere oder typische Landwirtschaftsbetriebe L0, L1, das sind Betriebe mit der Milchwirtschaft oder Tierzucht und L2 sind alle übrigen Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere im Bereich der Nutzpflanzen. Darüber hinaus haben sich weitere Profiltypen etabliert im Bereich der Straßenbeleuchtung. Es gibt erste Profile zum Laden von Elektrofahrzeugen, die aber noch in der Entwicklung und Weiterentwicklung sind. Aber diese Profiltypen, die hier aufgeführt sind, mit diesen Typen kann man sehr gut typische Stromverbrauchseinheiten definieren und Musterprofile definieren. Was nicht möglich ist, ist Industriebetriebe in Standardlastprofile zu fassen, dadurch, dass der Strombedarf in der Industrie sehr stark von der Art der Industrie abhängt. Es ist ein stahlverarbeitender Betrieb, es ist die chemische Industrie, Aluminiumwerke etc. Diese Profile sind sehr individuell, sodass sich daraus keine Standardlastprofile definieren lassen, sodass die Standardlastprofile nur Anwendung finden im Bereich Haushalt und Gewerbe, Handel, Dienstleistung. Wie ist nun das Vorgehen bei der Erstellung eines Musterlastprofils für einen Betrieb, ein Gewerbe oder für Haushalte?
Hier dargestellt am Beispiel des Profils G0, also Gewerbe allgemein. Dargestellt ist eine Woche vom 18. Mai bis 24. Mai 2020. Eine Woche mit einem Montag, dann am Donnerstag ein Feiertag mit Christi Himmelfahrt, dann Samstag und am Ende Sonntag. Der Stromverbrauch in diesem Bereich ist normiert auf 1000 Kilowattstunden. Das heißt also, dass der Gesamtverbrauch des Betriebes in dieser einen Woche 1000 Kilowattstunden betragen soll. Was man nun macht, ist, man nimmt aus diesen neuen Musterprofilen, wählt man das Profil aus, was passt zu zur Jahreszeit und zum entsprechenden Tagtyp. Also der Montag ist ein Werktag. Das heißt also, man wählt an dieser Stelle aus einen Montag. Wir sind im Sommer, weil der Sommer vom 15.05. bis 14.09. läuft, haben wir hier nun also das Profil auszuwählen, Werktag Sommer für das Profil G0. Der Dienstag ebenfalls ein Werktag, der Mittwoch ein Werktag. Das heißt, diese drei Profile sind im Verlauf ähnlich, mit einem geringen Strombedarf in den Nachtstunden, ein hoher Bedarf in den Mittagsstunden mit einem leichten Abfall zur Mittagsstunde und dann nochmal ein leichter Anstieg am Nachmittag und dem Abfall in den Nachmittags- und Abendstunden. Die ersten drei Tage, Sommerwerktag, also identischer Verlauf. Der Donnerstag als Feiertag hat einen anderen Verlauf. Das heißt, dort wird dann das Musterprofil Sommer-Sonntag gewählt und die Viertelstundenwerte dort verwendet. Der Freitag ist wieder ein normaler Werktag. Dann folgt ein Samstag mit dem Samstagsprofil für G0 und dann der Sonntag. Der Verlauf des Sonntags ist identisch zum Profilverlauf am Feiertag. Und was man nun noch macht, ist, um den Stromverbrauch zu normieren auf die 1000 Stunden, der Energieverbrauch in jedem Zeitschritt wird aufsummiert und die Werte werden so skaliert, dass die Summe über den Zeitraum den 1000 Kilowattstunden entspricht, sodass sich daraus dann die relative Höhe ergibt. Der Verlauf verändert sich nicht, sondern lediglich die Höhe des Verlaufes verändert sich in diesem Zeitraum, um die Energiemenge auf 1000 Kilowattstunden in dem betrachteten Zeitraum zu normieren. Schließlich lässt sich für die unterschiedlichen Lastprofile die Spitzenlast und die Grundlast bestimmen und definieren. In dieser Tabelle dargestellt wieder die unterschiedlichen Profiltypen, Haushalte, dann die 7 Profile fürs Gewerbe und die 3 landwirtschaftlichen Betriebe. Hier fehlt das Profil G7 für die Mobilfunkmasten, weil die eine sehr geringe Rolle spielen. Was nun gemacht wurde, ist zu bestimmen, was ist die Spitzenlast bezogen auf eine Megawattstunde Stromverbrauch und entsprechend, wie groß ist die Grundlast, das heißt die Last, die über 2/3 eines Zeitraumes im Jahr, dann typischerweise 6000 Stunden anliegt, unter der Annahme, dass der Stromverbrauch in diesem Zeitraum eine Megawattstunde ist. Und da zeigt sich bei den Profilen H0, G0 eine Spitzenlast von ungefähr 250 Watt oder 0,27 Kilowatt pro Megawattstunde und einer Grundlast im Haushaltsbereich von knapp 0,1 kW pro Megawattstunde. Es ergeben sich bei den anderen Profilen entsprechende andere Werte. Entsprechend bei dem Profil G3. Das G3-Profil ist das durchlaufende Gewerbe ohne signifikante Unterscheidung im Tagesverlauf und in den Typtagen, sodass die Spitzenlast deutlich niedriger ist, währenddessen die Grundlast auf einem hohen Niveau ist. Umgekehrt beim Gewerbe G1 mit höheren Spitzenlasten in den Mittagszeiten, die Grundlast aber sehr niedrig mit 0,025 kW pro Megawattstunde als Werktagsgewerbe, das 8 bis 18 Uhr in Betrieb ist. Und so lassen sich aus diesen unterschiedlichen Profilen ablesen oder abschätzen, ohne dass jetzt die Profile genau im Verlauf bekannt sein müssen, wie hoch die Spitzen- und Grundlast sind. Dies hilft insbesondere bei einer Abschätzung im Bereich von Quartierskonzepten zum Beispiel, wenn man die Verbräuche kennt und überschlägig abschätzen will, wie groß ist denn die Höchstlast, die auftreten kann, was ist denn die Grundlast, zum Beispiel für die
Auslegung eines Blockheizkraftwerks in einem Quartier. Das heißt, wenn ich das Profil kenne, anhand der unterschiedlichen Profiltypen, kann man durch Summation dieser Lastwerte sehr gut eine erste Abschätzung vornehmen, wie groß die Grund- und Spitzenlast sind, ohne eine detaillierte Betrachtung der Einzellastprofiltage machen zu müssen.